Jo, jo, jo. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Schwert. Entschuldigung. Schwert. Ja, ich weiß auch, ich habe euch ja gesagt schon, dass die Arena-Mission ein bisschen schwierig sein wird. Das war eigentlich ein Grund, warum ich jetzt gerade tatsächlich mir mal den Spieleberater zu dem Spiel rausgesucht habe. Ja, wie gesagt. Und das heißt, wir gehen heute in die nächste Arena-Mission. Kampf um den zweiten Ordensee. Hallo, ich bin's, Balduin. Sicht an der Angel. Oh, ein passionierter Angler wird diese mal zu schätzen wissen. Hier, nimm. Danke dabei. Cool, danke. Mit einem Köderball gehen der Pokémon, die du geangelt hast, leicht ans Netz. Ein absolutes Muss für die Power von Wasser-Pokémon. Oh, schon fasziniert. Das war alles für eine Pokémon-Check. Ja, das auf alle Fälle. Okay. Ja, ein Arena-Challenger. Ich weiß. Was bist du? Keiner. Oh, warum müssen wir ein Rätsel lösen, um dich gegen die Arena-Leiter kämpfen zu dürfen? Ich schätze, als Pokémon-Trainer muss man auch ein Kampfes Köpfchen beweisen. Du musst gegen Kate gewinnen. Hörst du? Versprich mir das. Okay. 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 Gut. Dann machen wir es halt auf. Hallo, Arena-Challenger. Möchtest du dich jetzt an unserer Arena-Mission versuchen? Klar. Darf ich dich dann zuerst bitten, deine Uniform anzuziehen? Die Umkleide ist gleich da drüben. So. Okay. Übrigens kannst du während der Mission nicht auf deine Pokémon-Boxen zugreifen. Okay. Das ist gut zu wissen. Das heißt, wir können nichts tun, aber wir haben ja tatsächlich unser Bombo, unser unser Toxel und unser Duflor. Und das ist Kate's Arena-Mission. Ja, wie gesagt, die ist nicht ganz knifflig, aber die würde mal kurz erklären, was müssen wir da eigentlich machen. Eigentlich ist es, ja, wenn man weiß, wie es funktioniert, ich weiß es sonst nicht, ich muss tatsächlich auch ablesen. Naja, bei der Arena-Mission des Kirchenschadels musst du den Weg durch dieses beeindruckende Wasserlabyrinth finden. Wie du siehst, werden einige Wege durch Wasserfälle blockiert. Du fragst dich sicher, wie du die bloß überwinden kannst. Ja, wenn du da drüben auf den roten Schalter drückst, findest du es sicher schnell heraus. Damit wäre eigentlich schon alles gesagt. Jetzt kann losgehen. Ja, Anpfiff und los geht's. Und das ist die erste Trainerin. Willkommen im Kirchenschadel. Bereit für deine Abkühlung? Vielleicht prasseln Wassertacken auf dich ein. Schalk mal ab. Na gut. Heute, wie gesagt, nur die Arena. Ah, das kann ich euch schon mal sagen. Mal, der zu fallen wir uns ja hoch. Ich habe heute jetzt gleich nochmal eine Aufnahme-Session vor mir. Nur so nebenbei. So, Angriff von Dufo siegt. Ah, okay. Nicht ganz. Ich hab Gigasauger. Du mal auf, meinen Angriff zu singen? So. Tschüss. Schalkwap ist besiegt. Okay, gerade alle mit 22. Ja, da hat sie nicht viel gehabt. Okay. Gut. Frage ist, ob wir hier drücken müssen. Also so funktioniert es auf jeden Fall. Hier. Dann haben wir hier nämlich die Dinge so frei. Und dann nehme ich mir die Trainerin auch mit. Oh, ein Krabi. So. Na, Gigasauger und das Krabi. Krebskor. Das war noch weiter Krebs-Pokémon. So, dann drauf. Und auch Krebskor ist weg.
Ja, Claudia auch besiegt. So, die Frage ist, ob ich die jetzt... Ja, kann ich mal den Weg frei machen. Ja, ich kann aber doch nicht. Also, ich krieg jetzt... Genau, da habe ich hier oben den Weg frei. Dann wirst du mir, nämlich dich mit ihm kurz. Du bist mir auch noch eine Trainerin. Ja, wir sind fast auf dem richtigen Weg, also so viel ist es jetzt auch nicht mehr. Es ist halt ein bisschen knifflig, ja. Also ich finde tatsächlich somit die schwerste eigentlich der 8 Arena-Mission. So, dieses Remo reitet jetzt wirklich cool ein. Dann muss ich das mal direkt besiegen. So, und tschüss. Kami Hubs. Das kennt ihr ja auch. Und dann hole ich mir mal kurz ein bisschen Kaffee. Rausschauen. Friederike ist besiegt. Okay. So, und die soll ich mir ignorieren, glaube ich, war das. Genau, und dann den gelben Schalter. Und dann müssten hier oben der rote Schalter eigentlich den Weg frei machen. Eigentlich. Ne, Moment, der blaue erst. Genau, der blaue hier oben. Müsste es eigentlich jetzt frei machen. Ah, und das ist tatsächlich, tatsächlich komplett ohne abzulesen. Also ich hab's ja, hab eigentlich mit dem neuen Gelegt, damit ich mal alles hab. Okay, das ist der richtige Weg auf jeden Fall. Wie immer sei, und damit können wir jetzt tatsächlich uns um den zweiten Orden kümmern. Du hast die Arena-Mission erfolgreich abgeschlossen. Und jetzt erwartet uns Bekate. Eine durchaus harte Nuss. Das kann ich euch schon mal jetzt sagen. Aber ich denke, das kriegen wir genauso wie bei Yaro. Da habe ich auch ein bisschen gedacht, oh, Team ist nicht geheilt. Ich dachte, wir haben. Schaffst du nicht, aber das schaffst du hier. Ohne Probleme. Kate besitzt übrigens 3 Pokémon. So. Ah, hallo Arena-Challenger. So sieht man sich wieder. Tut mir leid, dass du mich vorhin extra suchen musstest. Meine Mission heißt ja ruckzuck bestanden, wie ich sehe. Siehst du gerade leicht? Also muss ein ziemlich helles Köpfchen sein. Ach, aber du wirst auch schlau genug sein, gegen meine Flut meinen Angriff anzukommen. Na dann, los. Die gute Kate fängt mit einem Goldini an. Wie gesagt, sie hat 3 Pokémon. Und wir fangen mit einer Gigasauger an, für den Fall, dass sie angehalten wird. Und das tut sie auch, tatsächlich. Und ich habe bewusst einen Pflanzen-Pokémon nach vorne gezogen. Ja, es ist Wasser-Pokémon, aber bezieht sich auf ihres letzten Pokémons. Weil sie hat jetzt noch eins davor. Bikuda. Das ist ein Bräuchs-Pokémon. Kennen wir doch nicht. Aber den Orden werden wir es wahrscheinlich holen. Ohne Probleme. So, heute werde ich auch Dynamax einsetzen. Da würde ich das Bikuda kurz aussaugen. Lecker, 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 lecker. Stufe erreicht mit 25. Und das letzte Pokémon von mir ist Kamalm.
Ein Pokémon habe ich noch. Das Beste kommt zum Schluss. Ja, Kamen ist die Weiterentwicklung von Kami hat vom Typ Wasser Gestein. Und das ist da im Grunde, wo ich sage, die letzten Pflanzen-Pokémon da vorne. Weil wir gehen auf Dynamaxen. Und da gehe ich mal auf Dynaflora. Verwandeln wir das Schaden in der Meer. Dynamax und Age Kamen. Ich finde sie tatsächlich mit einer der hübschesten Arena-Trainer. Arena-Leiterin. Aber ich glaube, nichts geht über das Tier. So, ich mache mich jedenfalls mal auf Dynamaxen. Und hoffe, vielleicht wird es ein Glück, dass er als erstes angreifen darf. So, du fährst einfach auf deine Menge und ich wette, das kann. Ja, das kann man wieder das. Oh, es geht tatsächlich nicht auf Wasser. Trotzdem auf Fies. Okay, jetzt hoffe, dass ich das ohne Probleme runter. Ja, gut, mit Falltreffer, klar. So, vielleicht reicht es. Oh, eine Vierfachfläche. Ja, nicht ganz. Aber jetzt habe ich den Vorteil, dass ich meinen Pokémon wieder ein bisschen gezogen bekomme, also ein bisschen geheilt bekomme. Sie auch, aber. So, nochmal den Flora. Die ist auf den Dunkel. Ist quasi Biss. So, damit müsste es jetzt erledigt sein. Und dann war sie tatsächlich nicht so schwer. Tschüss, Kamalm. So. Level Ups für Flecklion, Vulpix und Geradax. Ah, wie gesagt. 350. Eigentlich sind vier Kabel davon kein Pokémon. Eigentlich haben wir noch kein Team. Wir haben nur zwei Pokémon. Das ist super momentane Flecklion. Der Toxin ist eigentlich quasi nur ein Platzalter für das richtige Toxin. Ja. Obwohl ich das scheiß drei Pokémon-Trainer hier bin. Dann sagt er, hast du mich auch nicht weggespielt? Nö, ich hab dir einfach ausgesaugt. Ganz einfach. Ah, das darf doch nicht. Na schön, ich kenne deinen Sieg an. Du und dein Team, ihr habt die Energie, die man braucht, um sich in der Arena-Challenge zu behaupten. Ihr habt den Kampfgeist, der notwendig ist, um den Champion herauszufeuern. Und diesen Arena-Orden hier habt ihr euch redlich verdient. So, Orden Nummer 2. Und du kannst jetzt alle Pokémon anschließend Level 30 fangen. Sieht so aus, als wäre euer nächster Gegner der Feuerräderleiter. So stark wie ihr seid, wird er sicher gegen euch kämpfen wollen. Ah, herzlichen Glückwunsch zu deinem Sieg gegen K-Kev. Als Anerkennung deiner Leistung überreicht diese TM. Ja, es ist die TM 36-00. Und der Nachbildung von Kids Uniform bekommst du auch noch als Geschenk um drauf. Ja, die steht mir nicht so. Die steht, glaube ich, eher den weiblichen Charakter. Nun hast du ihn also, den Wasserorden. Ich bin gespannt, weil du und dein Pokémon es noch schaffen werdet. Ja, da bin ich jedenfalls gespannt. Und dann tun wir uns dann in der nächsten Folge an, wenn ich die gute Olivia noch was dagegen hätte. Hey, passiert und los, erwartet dich bereits. Du triffst ihn im Restaurant Wellenflucht hier in Kilton. Ja, so seine Liga-Karte und sein Foto, nur weil sie vergessen, dass sie da aussieht. Okay. Der Liga-Präsident mag es nicht, wenn man ihn warten lässt. Bitte begib dich da unverzüglich zum Restaurant. Die ist ziemlich dominant. Okay, das machen wir dann aber wirklich in der nächsten Folge. Wir sehen uns dann also wieder. Oder machen wir es jetzt noch? Nee, machen wir in der nächsten Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Pokémon Schild. Ein Schwert, natürlich. Ich komme immer durcheinander, Ari. Weil jetzt mit Pokémon Schwert. Und dann, ja. Dann gehen wir nicht ein Häppchen essen mit einem guten Roast. Und dann geht's auch schon weiter mit unserem Abenteuer. Bis dahin und auf Wiedersehen. Tschüss.